Hey ho und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf diesem Kanal. Falls es irgendwie ein bisschen hallt, tut es mir leid. Ich nehme hier gerade in unserem neuen Gaming-Zimmer auf und hier stehen noch nicht so viele Möbel drin. Deswegen kann es sein, dass es ein bisschen hallt. Auch dass das Mikrofon ein bisschen laut ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie ihr seht, Sims 3. Ich hatte es ja schon mehr oder weniger angekündigt. Jetzt ist es endlich soweit. Das Projekt startet. Woo. Ich freue mich. Und ihr seht auch direkt schon unsere drei Hauptpersonen. Ich fange einfach an, erkläre euch, wer die Personen sind und was ich so grob mit denen vorhab. Die drei sind Geschwister. Alle drei stammen aus meiner 100 Baby Challenge, die ich seit was weiß ich wie vielen Jahren auf meiner Facebook-Seite Yazzle Simwelt mache. Momentan mit einer ziemlich langen Pause. Aber die drei sind aus dieser Challenge. Ich habe diese drei aus einem ganz bestimmten Grund ausgewählt. Und zwar, die drei gefallen mir alle extrem gut. Also, Alicia ist das zweite Kind der Familie. Benjamin ist das dritte. Und das letzte Mädel, die mit den zwei Zöpfen da hinten, ist die liebe Kendra. Und Kendra ist das 25. Kind. Was habe ich vor? Ach ne, ich wollte euch eigentlich die Dinger vorstellen. Tut mir leid, ich bin ein bisschen Banane, weil ich nicht weiß. Ich bin so ein bisschen lost bei Sims, deswegen muss ich gucken, wie ich das hinbekomme. Also, ich stelle euch jetzt erstmal die Charaktere vor und dann erkläre ich, was ich mit den drei vorhabe. Unser Hahn im Korb ist der liebe Benjamin. Benjamin ist ein Sammler, tollpatschig, ein Genie, fürsorglich und ehrgeizig. Seine Lieblingsfarbe ist schwarz. Sein Lieblingsessen ist Topf Surprise und sein Lieblingsmusik ist Pop. Er ist übrigens vom Sternzeichen Widder. Steinbock, entschuldige. Ihr seht, die drei sind Geschwister, beziehungsweise sind eigentlich Halbgeschwister. Unser lieber Benjamin hat den Lebenswunsch, weltweit anerkannter Chirurg zu werden. Deswegen loggen wir auch hier direkt mal das mit der Medizinkarriere ein. Passt gerade gut. Die haben keine Skills, kein gar nichts. Die haben keine Skills, kein gar nichts, weil ich die kopiert hatte. Aus den Familien raus, beziehungsweise gespeichert hatte und dann quasi mit denen neu angefangen habe. Deswegen haben die keinerlei Skills, weil ich möchte, dass wir uns das halt so aufbauen. Weiter geht's mit der lieben Alicia. Alicia ist eine gute Küsserin, ein Genie, begeistert, charismatisch und die geborene Geschäftsfrau. Ihre Lieblingsfarbe ist lila, ihr Lieblingsessen sind Gemüserollen und ihre Lieblingsmusik ist Pop. Sie ist vom Sternzeichen Krebs. Ihr Lebenswunsch ist es, Geschäftsführerin eines Megakonzerts zu werden. Deswegen loggen auch, wie auch hier, Wirtschaftskarriere einschlagen ein. Und die dritte im Bunde ist die liebe Kendra. Unsere liebe Kendra ist familienbewusst, ordentlich, ein Bücherwurm, gut und künstlerisch. Und warum hat sie noch... Keine Ahnung, was da los ist, muss ich gleich gucken. Ihre Lieblingsfarbe ist Gischt. Ihr Lieblingsessen ist Amaritta. Und ihre Lieblingsmusik ist Latein. Ihr Lebenswunsch ist, illustre Autorin zu werden. Und sie möchte die Bildungskarriere einschlagen. Das können wir gerne auch einloggen. Aber ich habe mit den dreien etwas anderes vor. Beziehungsweise das heißt etwas anderes. Ich habe vor, mit den drei aufs College zu gehen. Ich habe das Erweiterungspack mit dem College. Wie heißt das nochmal? Wildes Studentenleben oder so? Irgendwie sowas, keine Ahnung. Habe ich noch nie gespielt bisher, obwohl ich schon seit Jahren Sims spiele. Und das ist der Grund, warum ich jetzt mit den drei anfangen möchte. Und zwar, die sind halt so gerade von zu Hause ausgezogen und möchten jetzt halt ihre Welt kennenlernen und ja, möchten halt sich in die Karriere stürzen etc. Und in Amerika gehen sie halt alle nach der Schule aufs College und das sollen die drei hier jetzt auch. Die drei leben in Bridgeport. Das gibt's in dem Erweiterungspack Late Night. Und das Haus, welches ihr hier seht, ja, ist eins von denen, die hier schon standen. Das habe ich nur ein bisschen umgeändert, so wie ich es haben möchte. Weil wenn die ja sowieso jetzt aufs College gehen, dann brauchen die ja erstmal kein Haus. Ich wollte aber, dass sie jetzt in der ersten Zeit irgendwo halt leben quasi. Das Haus ist fertig eingerichtet. Tun wir einfach mal so, dass sie das Haus quasi von ihrer Mutter geschenkt bekommen haben. Von meiner lieben Allison. Ich gebe euch jetzt erstmal eine kleine Führung durchs Haus.
Die Outfits von ihnen werde ich jetzt euch jetzt nicht zeigen, weil die seht ihr später sowieso immer mal wieder. Also hier ist der Eingangsbereich, direkt mit einem Fernseher und einem Bücherregal. Einer kleinen Essecke für die drei. Hier ist die kleine Küche. Es ist wirklich nur eine kleine Küche. Es ist auch nicht wirklich viel hier drin. Auch an Deko fehlt noch einiges. Dann ist hier ein kleines Bad. Wenn wir hier lang gehen, ist hier die eigentlich eine Garage, aber die habe ich halt umfunktioniert, weil die brauchen jetzt eh erstmal noch kein Auto. Hier stehen halt die Waschmaschine. Hier ist das Zimmer von Benjamin, dem können wir auch direkt das Bett hier zuweisen. Er wohnt hier in dem Zimmer, damit er so seine Ruhe von den Mädels hat quasi. Dann gehen wir weiter nach oben. Hier gibt es hier nochmal ein kleines Bad. Drei Sims und ein Bad ist mir definitiv ein bisschen zu stressig. Hier in dem Zimmer soll Kendra wohnen. Die Zimmer der Mädels habe ich ein bisschen mehr eingerichtet. Jetzt auch nicht sonderlich viel, aber zumindest ein bisschen. Ich kann euch auch gleich das von Benjamin nochmal zeigen. Das habe ich jetzt irgendwie so gar nicht gezeigt. Und hier soll dann die liebe Alicia drin wohnen. Auch hier nur gerade so ein bisschen eingerichtet. Ich weiß nicht, ob die alles benutzen können. Aber zumindest halt ein bisschen. Den Flur hier habe ich noch gar nicht eingerichtet, weil, wie ihr seht, haben wir auch nicht mehr sonderlich viel Geld. Ja, ich wollte eigentlich da drauf drücken. Ja. Das von Benjamin habe ich jetzt nicht wirklich eingerichtet, das Zimmer. Es ist halt alles sehr sporadisch, aber ich dachte mir, die werden ja sowieso nicht lange in dem Haus erstmal wohnen bleiben, weil die ja aufs College gehen sollen und dann kann ich da immerhin noch was einrichten. Dann haben die hier hinten noch einen kleinen Garten. Ich habe hier noch eine kleine Terrasse hingemacht, weil ich irgendwie was in den Garten haben wollte. Eine Wäscheleine. Und ja, es geht dann bis hier vorne hin. Also viel ist es jetzt nicht. Das ist auch nicht besonders schön oder so. Aber für den Anfang reicht das einfach. Ja. Was habe ich noch so mit denen geplant? Beziehungsweise wie soll das Let's Play eigentlich erstmal aussehen? Ich habe vor, so zweimal die Woche ungefähr eine Folge zu bringen. Montags und freitags ist bei mir bisher geplant. Ich weiß nicht, ob ich das einhalten kann. Ich weiß es nicht. Muss ich gucken. Ich möchte, dass aus den drei dann später andere Sachen werden. Ich weiß noch nicht genau was. Also, dass jeder so seinen eigenen Weg geht. Und ja, am Ende wird einer von denen halt überbleiben, mit dem ich dann wirklich komplett weiterspiele. Dann in die nächste Aufgabe quasi springe. Ich habe auch vor, verschiedene Challenges zu machen und so. Ich muss halt einfach gucken. Ich möchte jetzt erstmal mit den drei anfangen. Die sind halt gerade von zu Hause ausgezogen, haben das Elternhaus hinter sich gelassen und möchten halt jetzt ins Leben starten. Und da fange ich halt jetzt gerade mit denen an. Ich würde vorschlagen, ich weiß, dass man bei den Colleges, keine Ahnung, weiß ich nicht, sich für Stipendien bewerben kann. Ich würde auch sagen, weil ich nicht unbedingt möchte, dass sie einen Nebenjob während dem College machen müssen, würde ich sagen, gucken wir da, was es für Stipendien gibt und lassen die erstmal ein paar Fähigkeiten aufbauen. Ich werde das alles aber im Schnelldurchlauf machen, weil das ist halt ein bisschen langweilig, zu sehen, wie die halt die Fähigkeiten aufbauen etc. Damit die halt ein bisschen Geld bekommen. Es sind zwar 4.233 Simoleons, aber trotzdem. Ich möchte halt ein bisschen mehr Geld zumindest für die haben. Und das Haus ist ja schon quasi komplett eingerichtet. Ich habe auch erstmal vor, in diesem Haus dann weiterzuspielen, später irgendwann. Ich weiß nicht, ob mit allen drei oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall habe ich vor, dann halt wieder in dieses Haus zurückzukehren. Ja, würde ich sagen, wir starten dann einfach mal. Gucken mal, was es so für Stipendien gibt. Und gucken dann, was bei denen so abgeht. Die erste Folge wird wahrscheinlich ein bisschen länger. Ist ja klar, ist ja die erste Folge. Ich habe aber vor, so 20, 25 Minuten Folgen zu machen. SSO geht ja bei mir nur so eine Viertelstunde ungefähr, aber bei Sims brauche ich halt ein bisschen mehr als eine Viertelstunde, weil in der Viertelstunde bekommst du in Sims nichts geschafft. Also ich hatte die alle drei ja schon kopiert gehabt und alles. Die waren ja alle schon fix und fertig. Ich habe die ja so nicht mehr weit verändert. Das Einzige, was ich gemacht habe, war die Outfits angepasst. Ja, und allein dafür, ich habe nur bei diesen drei Sims die Outfits angepasst und habe
2 Stunden lang nur für die Outfits gebraucht. Und ich habe die nicht mal irgendwie sonst was verändert oder so, sondern nur die Outfits angepasst. Ja. Also, genetisch ist bei denen alles so, wie es in der 100 Baby Challenge ist. Gewesen ist bei mir. Ich habe denen nur noch einen Skin draufgepackt. Weil ich das einfach realistischer fand. Aber sonst ist genetisch bei denen alles 1:1 wie in der 100 Baby Challenge. Die kann man auch noch auf der Seite nachlesen. Yazel Simwelt. Ich kann euch den Link meinetwegen unten in die Infobox reinpacken. Kann man alles noch nachlesen. Ich habe die in einer Story quasi erzählt und bin da momentan bei dem. ...35. Kind und das 36. ist unterwegs. Da habe ich halt momentan nur eine Pause, weil es gerade echt ein bisschen anstrengend ist. Ich brauche dafür einen Part, um den aufzunehmen und zu schreiben, brauche ich gute 3 bis 4 Stunden. Und das ist halt ein bisschen anstrengend. Vor allem mit der Fibro halt. Aber darum geht es jetzt nicht. Jetzt habe ich 15 Minuten lang gequatscht. Deswegen sage ich ja, wir kommen in 15 Minuten in Sims nichts geschafft. Ich habe jetzt 15 Minuten lang nur darüber gequatscht, was ich mit diesen Sims vorhabe und wie das Haus aussieht. Mehr nicht. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal bei Benjamin. Jobs und Berufe? Nee. Okay, hier steht direkt, dass wir uns an der Universität einschreiben müssen. Ich weiß aber nicht, ob wir dann noch ein Stipendium annehmen dürfen. Deswegen würde ich sagen, wir werden jetzt einfach mal ein paar Fähigkeiten aufbauen. So ganz fix zum Anfang. Und dann gucken wir mal ein bisschen. Okay, ich habe es gerade nochmal nachgelesen. Wir müssen warten, bis das Maskottchen kommt. Dann kriegen wir einen Eignungstest. So, dann mache ich jetzt mal auf Play. Es kann sein, dass das Spiel zwischendurch ein bisschen hakt. Verzeiht es mir, ich habe verdammt viel... CC im Spiel, also Custom Content. Ich habe Mods drin. Deswegen kann es sein, dass es ab und zu mal ein bisschen ruckelt. Aber eigentlich hat das Spiel jetzt nicht so große Probleme damit. Warum steht ihr alle vor der Haustür? Ja, wenn du lesen willst, dann kannst du direkt mal hier... hier, Logik lesen. Ah, es gibt einen Ausverkauf von Büchern. Es gibt einen Ausverkauf von Büchern. Ja, dann würde ich sagen, da können wir auch später mal hingehen. Alle Produkte sind um 45% runtergesetzt. Super, das müssen wir uns merken. Sollte das mit dem Ton noch nicht so ganz sein, verzeiht mir das. Ich muss mich da selber erst ein bisschen reinfinden. Ich hatte eben schon so mega Probleme mit OBS und allem. Dass ich da erstmal gucken muss. Ja, die Mädels machen erstmal eine Kissenschlacht hier. Okay, die Stimmen sind definitiv zu laut. Ich muss das leiser machen. Ich muss aber dafür das ganze Spiel nochmal neu laden. Also, bis gleich. So, ich bin wieder zurück im Spiel. Wir wollten den Guten hier was lesen lassen, gell? Ja, machen wir gleich. Ich finde das so toll. Oh, die Lampe ist nicht gut. Ach, und jetzt zicken sie sich an. Erst sich gegenseitig hier mit der Dings, mit dem Kissen hauen und dann das. So, du wünschst dir Fähigkeit Logik zu lernen, Kurs zu belegen und an der Universität einschreiben. Ist okay. Ich habe ein bisschen gerade den Faden verloren. Tut mir leid, ich muss erstmal wieder reinkommen. Diejenigen, die Sims 3 kennen und auch die Studienfächer kennen etc., dem wird wahrscheinlich schon aufgefallen sein, welchen Kurs ich für wen anstrebe. Lästern die gerade? Ja klar, tratschen. Ey, Mädels. Ist ja schön, dass ihr es so versteht, aber trotzdem. Ich muss hier mal gerade Pause machen, sonst komme ich die ganze Zeit raus. Es gibt verschiedene Fächer. Und zwar einmal schöne Künste, Wissenschaft bzw. Medizin, Wirtschaft,
Sport, Kommunikation und Technik gibt es. Genau. Und ich habe für jeden von meinen Sims hier ein anderes Fach ausgewählt, was ich so gerne mit denen betreiben möchte. Und zwar unser lieber Benjamin, er möchte ja Chirurg werden. Was würde sich da besser eignen als die Medizin, als das Medizinstudium? Er soll halt Medizin lernen. Unsere kleine Alicia hier soll in den wirtschaftlichen Bereich gehen. Das kannst du dir gerne wünschen. Und unsere Kendra soll nach Möglichkeit, genau, nämlich das Studium der schönen Künste ablegen. Und das, würde ich sagen, ist auch jetzt gerade eine gute Stelle. Dann können wir nämlich direkt hier, sie wünscht sich hier einen Kurs in der Fertigkeit Malerei zu belegen. Das können wir auch direkt machen. Wo wird denn das angeboten? Ich glaube an der Schule. Wo ist denn die Schule? Verzeiht es mir, ich bin hier ehrlich gesagt noch, ich habe in dieser Stadt noch nie gespielt. Kann ich mir das nicht anzeigen lassen? Deswegen muss ich mich hier gerade mal ein bisschen umschauen. Da ist die Schule. Okay. Malereiunterricht teilnehmen. Genau. Dann machen wir das jetzt. Ja. Also, sie geht jetzt hier... Ah, das Maskottchen kommt schon, habe ich gesehen. Sie kann jetzt diesen Kurs besuchen. Das kostet zwar ein bisschen was. Aber dann lernt sie schon mal Malerei. Und dann... können wir gleich schon mal anfangen... Was willst du machen? Kistschlacht ausdrücken. Warum? Ja gut, dann mach halt eine Kissenschlacht. Yay! Ja, die freuen sich so gar nicht. Universitätsmaskottchen ist da. Ich finde das immer so toll, wenn ich mit Geschwistern spiele. Die machen sich nämlich direkt fertig. Das Portal ist aufgetaucht. Das können wir verkaufen. Hihi. So. Textnachricht verschicken. Wilhelm Dupré, wer ist denn das? Achso, das Universitätsmaskottchen. Ja, du kannst ja mal mit ihm plaudern. So, was willst du? Du willst einen Kurs in der Fähigkeit Logik belegen. Ja, dann könnten wir das auch gerade direkt machen. Da. An Logikunterricht teilnehmen. Genau, dann kann der das auch machen. Dann bleiben wir jetzt mal gerade bei Alicia, wie sie sich mit dem Universitätsmaskottchen etwas anfreundet. Okay. Das verarscht sie anscheinend direkt. Ja, dann lass das einfach mal. Ihr könnt euch ja anscheinend nicht leiden. Ich würde sagen, wir machen dann hier mit ihr einfach mal den Eignungstest und gucken direkt mal, ob da was kommt. Okay, Kendra ist mit dem Kurs anscheinend fertig. Dann kannst du jetzt auch nach Hause kommen. Das kannst du dir meinetwegen wünschen, aber den Rest brauchst du nicht. Die Sims können an diesem Ding hier nämlich einen Eignungstest ablegen und dann kann man gucken, ob man ein Stipendium bekommt oder nicht. Und da ich auf dieses Stipendium ja, anstrebe bei allen drei, möchte ich diesen Test jetzt auch machen. Okay, hier. Glückwunsch zum Ergebnis deines Hochschuleignungstests. Um dich an eine Universität einzuschreiben, brauchst du lediglich ein Telefon oder einen Computer. Sie hat ein Gesamtergebnis von 1264 Punkten erreicht, von möglichen 2400 Punkten. Sie hat ein Teilstipendium erhalten. Alicia bekommt ein Teilstipendium über 1000 Simoleons pro Semester. Über 1000 Simoleons pro Semester, wenn sie in die Uni geht. Super. Genau, hier Nachwuchspreis für die Wirtschaft und Nachwuchspreis für Kommunikation. Ich weiß gar nicht, was für Wirtschaft so alles... Ah, guck mal hier. Fähigkeiten, Charisma, soziale Netzwerke und Mixologie. Super, dann würde ich sagen, wir fangen bei ihr einfach mal mit Charisma an. Ja, das können wir gerne machen.
Wir fangen bei ihr aber jetzt mit Charisma an. Ja, gut. Habe ich hier irgendwo einen Spiegel, außer bei Benjamin? Habe ich bei ihr oben im Zimmer einen Spiegel? Natürlich nicht. Bei ihr habe ich auf den Spiegel geachtet. Ja, egal. Ach, dahin. Wie sieht es mit meinen Bedürfnissen aus? Okay. Dann kannst du ein bisschen Charisma üben. Kendra müsste ja jetzt gleich wieder nach Hause kommen. Sie kann ja auch einfach schon mal einen Eignungstest ablegen. Also Alicia würde schon mal ein Teilstipendium bekommen, was schon mal gut ist. Dann haben wir immer ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob wir ein Vollstipendium bei ihr bekommen. Vielleicht, wir gucken einfach mal. Wenn sie so ein paar Punkte bekommt, Fähigkeitspunkte bekommt, dann sollte das eigentlich klappen. Ich glaube, ab 400 Punkten bekommt man ein Vollstipendium. Bist du das schon fertig? Nein, bist du noch nicht. Okay. So, du kannst mal weitermachen. Ja. Kein Stipendium. Schöne Künste, 210 von 400. Ja, okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier bei ihr einfach ein bisschen noch an den Fähigkeiten weiter. Ja, das können wir gerne machen, aber nicht jetzt. Genau, du möchtest nämlich malen. Was ist das denn jetzt? Achso, okay. Gut. Freut sich auf die Uni. Finde ich schön. Dann würde ich sagen, wir kaufen ihr eine Staffelei, damit sie ihre Malereifähigkeiten ein bisschen erhöhen kann. Oder sollen wir ihr Skizzen... Warte, wir gucken einfach mal gerade. Ich weiß nämlich, dass es für jeden Sim, je nach... Ach, wie heißt es denn jetzt? Nach Studienfach gibt es bestimmte Items, die man denen geben kann. Und bei Kendra wäre das dieser Skizzenblock. Und das da? Ich weiß gar nicht. Bei... Ich gehe mal das hier. Ich gehe mal davon aus, dass das hier bei Wissenschaft bzw. Medizin ist. Und ich weiß, es gibt noch irgendwie ein... Wissenschaftliche Forschungsstation. Genau, das hier. Wir kaufen Kendra aber erstmal diesen Skizzenblock. Genau, dann kannst du jetzt mal zeichnen üben. Super. Benjamin ist fertig. Dann komm du auch nach Hause. Ach, verdammt. Ja, lass dich davon jetzt nicht beirren. Ich habe diesen Story Progression Mod drin. Ach, guck mal, sie hat schon direkt einen Punkt bekommen. Das ist super. Nee, hat sie gar nicht. Sie hat sich einen Wunsch erfüllt. Ich habe den Story Progression Mod drin und dadurch ist in meiner Stadt halt was los. Das Problem ist, wenn ich das nicht deaktiviere, dass ich diese Benachrichtigung bekomme, bekomme ich von allem, was in der Stadt passiert, eine Benachrichtigung. Deswegen, das muss ich noch deaktivieren. So, Benjamin, wenn du zu Hause bist, genau, kannst du auch einen Eignungstest ablegen. Und gucken, ob du vielleicht ein Stipendium bekommen würdest. Sag mal, warum bist du schon fertig? Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, dir auch noch eine Staffelei zu kaufen. Weil dann kannst du ja auch nebenbei noch Geld verdienen. Ist doch dann nicht viel, was sie da verdient. Ist das die günstigste? Ja, das ist die günstigste. Dann kann sie nebenbei nämlich auch noch Geld verdienen. Ist zwar dann nicht viel, aber immerhin etwas. Ja, fang erstmal klein an. Die Kleinen geben zwar weniger Geld, aber da sie ja noch nicht so gut ist, ist das eh egal. So, Benjamin, wie sieht's bei dir jetzt aus? Er hat ein Teilstipendium bekommen. Genau, für Wirtschaft. Wieso für Wirtschaft? Er soll bei Wissenschaft und Medizin machen. Ja, ist jetzt egal. Wirtschaft wird er definitiv nicht machen. Der geht in die Medizin. Aber egal, er hat ein Teilstipendium bekommen. Das reicht ja auch. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, was ich jetzt für Wirtschaft bzw. Medizin brauche. Okay, ich habe gerade nachgeguckt und anscheinend sind die Fähigkeiten Alchemie, Angeln, Gartenarbeit
und Wissenschaft. Ach, hier von Vorteil. Das heißt, wir gehen wieder in den Kaufmodus und gucken, ob wir was mit Wissenschaft finden können. Genau. Was ist für Wissenschaft? Kann ich das denn da schon verwenden? Geht das schon? Anatomie, Pauken und Skelettstruktur prüfen. Ja, dann mach das mal und guck mal, ob das irgendwas bringt. Ich will zumindest so ein bisschen. Ich glaube, das hat jetzt nichts gebracht. Toll, jetzt hat er Angst davor. Ist er ängstlich oder was? Nee, der ist nicht ängstlich. Keine Ahnung. Dann probier mal. Was haben wir jetzt gemacht? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Mach einfach mal das. Ja, okay, das bringt was. Ja, dann mach das mal. Ich werde jetzt ein bisschen vorspulen, bis sie so, keine Ahnung, 2 Punkte oder so haben. Damit die sich dann anschreiben können. Das will ich zumindest in der ersten Folge noch haben. So, Kendra hat gerade Level 2 erreicht. Komm, mach auch noch ein bisschen was. Ich warte jetzt nur darauf, dass sie das Bild beendet. Genau, sind zwar jetzt nur 4 Simoleons, aber egal. Dann verkauf das Gemälde mal. Da kannst du eigentlich schon mal für die anderen was kochen. Hier, Abendessen servieren. Es gibt einen Salat heute Abend. Ab. Weil wir schon 17 Uhr haben im Spiel. Und wenn die dann gegessen hat, soweit fertig ist, wie viel hat sie schon? 1 bisher, aber ist auch gleich auf 2. Wenn die dann gleich fertig gegessen haben, dann kann Kendra nochmal einen Test machen. Oh Gott. Was? Alicia Herblu hat das derzeit höchste Level der Charisma-Fähigkeit erreicht. Seit wann denn das? Ist das bei Charisma schon immer so gewesen? Ja, keine Ahnung. Reicht es, wenn du dich mit deiner Schwester weiter anfreundest? Ich bin da bei Charisma noch nicht so ganz drin, weil das ist immer so eins, was ich so nicht wirklich gemacht habe bisher. Kannst du bitte noch ein bisschen weiterlesen? Was denn? Ist dir kalt? Wir haben 22 Grad. Warum ist dir kalt? Komm, einen Fähigkeitspunkt sollst du mindestens noch machen. Ich weiß, dir geht's nicht sonderlich gut. Alicia, du kannst auf die Toilette gehen. Warum stellst du das jetzt da rein? Och, Leute, ihr bringt mich jetzt schon wieder durcheinander. Das stell ich da hin. So. Was ist das? Ach so, eine Skizze. So. Kennt man dann, ess mal bitte gerade was. Du gehst Pipi machen. Warum kannst du denn nicht dahin? Hä? Ach, ich weiß nicht, was hier mit denen los ist, ey. Meine Sims spinnen schon wieder. Du kannst hier auch einen Teller nehmen. Wenn du fertig bist, kannst du dir gerne auch einen Teller nehmen. So. Die sitzen hier, essen schon ein bisschen was. So. Du kannst deinen Teller wegräumen, auf Pipi machen gehen. Und dann machst du nochmal einen Eignungstest und sagst mir bitte, ob du jetzt ein Stipendium bekommen hast. Ein Teilstipendium will ich zumindest bei den 3. Oh, ey, hast du echt noch nicht dieses gelernt? Nee, natürlich nicht. Könntest du auch deinen Teller wegräumen, Madame? So, das stellen wir in den Kühlschrank. Die beiden haben ja schon ein Teilstipendium. Dann ruf den da einfach an. Ja,
Du kannst deinen Teller wegräumen, Benjamin. Das kannst du dann in dein Inventar packen. Die hat immer noch nichts bekommen. Warum denn nicht? Oh, die braucht noch ein paar Punkte. Ab 250 gibt es ein Teilstipendium. Ich habe gerade nachgeguckt. Ja, rede über schmutziges Geschirr. Ich seid müde, gell? Ja, ich... Komm, ein bisschen was lesen kannst du noch. Was machst du da? Ja, kannst auch ein bisschen kochen lernen. Und du gehst jetzt mal auch Pipi machen, hopp. Ja, schön, Mäuschen, freust dich. Oder braucht sie noch zwei weitere Beziehungen? Ich weiß es nicht. Gibt's hier nicht irgendwie... Chatten, da. Warum kommst du da nicht rein? Warum kannst du dich nicht vor den PC setzen? Weil dein Bruder dahin will. Oh, ich hasse freie Wille manchmal. Habe ich hier nicht das... Hey, warum habe ich nicht das Skelett reingetan? Regnet es noch? Keine Ahnung. Ein bisschen Anatomie kannst du noch pauken, bitte. Ja, dann chatte jetzt mit jemandem, hopp. Wie bist du? Du bist am Lesen. Ich spiele hier das reinste Chaos mit denen. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich am Ende aufgenommen habe. Ein Punkt sollst du mindestens noch bekommen, hopp. Und dann kannst du schlafen gehen, meinetwegen. Super, endlich. So, und der Licher hat Level 2 erreicht. Dann kannst du jetzt aufhören zu chatten. Du machst dann nochmal einen Eignungstest. Du kannst auch noch einen Eignungstest machen. Danach geht die alle ins Bett. Okay, das ist jetzt für Alicia, glaube ich, gell? Ja, genau. Die bekommt... Hat er ihr Teilstipendium? Genau. Und Benjamin hat ja auch sein Teilstipendium, genau. Gut, okay, gut. Zwar auf dem falschen Dings, aber egal. Ich schicke die jetzt alle ins Bett, spule dann bis zum nächsten Tag vor und dann... werde ich gucken, dass Kendra vielleicht noch so ein, zwei Punkte bekommt, damit die morgen auch ihr Teilstipendium bekommt und ich hier morgen alle an der Universität einschreiben kann. Also, bis später. So, es ist der nächste Morgen. Wir haben gerade mal 6 Uhr, aber... Ja, ich war heiß. Die liebe Alicia ist schon wach. Und wird jetzt Frühstück für alle machen. Und danach geht sie duschen. Ist Benjamin auch schon wach? Nee, aber gleich. Okay. Ich habe Kendra gestern Abend noch ein bisschen lernen lassen. Sie hat jetzt auf Kochen ebenfalls ein Fähigkeitenlevel von 2. Benjamin ist wach. Okay, du kannst direkt dein Bett machen, mein Lieber. Ich denke mal, dass sie damit das Teilstipendium bekommen sollte. Geh duschen, dann kannst du essen gleich. So. Bist du jetzt wach? Ja, bist du schon. Und willst direkt Wäsche waschen? Ja, dann mach das mal. Viel Spaß dabei. So. Dann kannst du den Haushalt zum Essen rufen. Alle essen. Zackig. Das Sommerfest ist in der Stadt. Super, da geht's aber jetzt nicht hin. Ach, ich wollte doch in den Buchladen. Egal. Kannst du dich nicht zu deinen Geschwistern setzen? Musst du dich jetzt unbedingt hier hinsetzen? Egal. Ich weiß nicht, ob die auf dem Stuhl da sitzen können. Die Waschmaschine ist fertig. Super. Ja. Dann räumt alle auf. Kendra, du kannst dann direkt nochmal den Eignungstest ablegen. Das Essen ziehe ich mal in den Kühlschrank. Und dann gucken wir mal. Nee, immer noch kein Stipendium. Ey, das kann doch nicht sein.
Oh, Kommando zurück, ich bin dumm. Die bekommen erst ab 1200 Punkten Teilstipendium. Ich will das Teilstipendium aber noch haben. Deswegen werde ich leider Gottes bei ihr jetzt noch ein bisschen weitermachen müssen. Das heißt, nochmal Malerei und nochmal Kochen erhöhen. Was gibt's denn hier sonst noch so? Wissenschaft, Medizin? Ja, dann machen wir halt jetzt Malerei und Kochen höher. Sie kann jetzt noch ein bisschen malen üben. Und mit den anderen beiden gehen wir dann einfach aufs Sommerfest. Ich meine, die sind ja soweit fertig. Dann zieht euch mal bitte um. Outfit wechseln in Alltag. Du auch, Outfit wechseln. Achso, du hast schon deinen Alltag an. Ach ja, stimmt. Ach, ich wollte Alicia doch noch duschen schicken. Ja, das sollte ich vielleicht machen, bevor die gehen. Genau. Musst du noch irgendwas? Ja, du könntest noch mal Pipi machen gehen. Dann geh noch mal Pipi machen. Und dann, wenn deine Schwester dann mit dem Duschen fertig ist, geht's ab aufs Sommerfest. Ach, du kannst auch noch mal direkt gucken. Ich habe nämlich gesehen, es kamen eben Rechnungen. Warum auch immer. Rechnung bezahlen. Und das hier packen wir jetzt ein. Warum kann ich das nicht ins Inventar packen? Jetzt geht doch. Nee, nicht Fernsehen. Was ist denn? Was ist denn eklig hier? Achso, das Klo ist dreckig. Ja, dann putzt das, mein Gott, ey. Entschuldigt, ich bin ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen lost, weil ich nicht so ganz weiß, was auf mich zukommt. Ich bin dann glücklicher, wenn ich weiß, was passiert. So, bist du jetzt fertig? Können wir gehen? Super. Dann gehen wir mal auf Sommerfest. Wo ist das jetzt? Da ist das. Hier hingehen mit Benjamin. Kendra muss leider Gottes noch zu Hause bleiben und ihre Fähigkeiten ausbauen. So, das ist das Sommerfest also in Bridgeport. Keine Ahnung, wie man das sagt. Ausspricht. Hier können wir Blumen sammeln. Super. Ein bisschen Kohle können wir noch gebrauchen. Guck mal, du kannst hier gegen jemanden Fußball spielen. Ich spiele mit der da einfach Fußball. Und Alicia geht ein paar Blumen pflücken. Kriegen wir noch ein bisschen Geld. Pflücken. Ja, super. Glücklich. Seid auf dem Sommerfest. Das Sommerfest ist eigentlich ganz niedlich. Ich bin da in der 100 Baby Challenge auch so oft aufs Sommerfest gelaufen. Auch weil man da halt gut Geld verdienen kann, wenn man die ganzen Blumen pflückt. Kendra hat das Gemälde fertig. Super, dann gucke ich da mal gerade nach. Ja, wie gesagt, auf dem Sommerfest kann man super viel machen. Oh, das ist ja cool irgendwie. Ich glaube, das werde ich behalten. Das ist ein cooles Bild. Das bleibt. Genau, du darfst pinkeln gehen, Madame. Darfst auch danach gerne duschen gehen. Ja, dann kannst du danach duschen gehen. Hopp, zackig. Und wenn du damit fertig bist... Was hast du denn jetzt für Haare? Oh, das ist ein nackiger Po. Ups. Ich habe diesen Pixel-Mod drin, aber der hat die ganze Zeit nicht funktioniert. Und jetzt funktioniert er auf einmal. Na, egal. Du kannst weitermalen und ich gehe wieder zu denen hier. Gut, dann verkaufen wir die Sachen. Ja, hier gibt es nämlich mal teilweise echt seltene Blumen. Bis zu, ich glaube, 600 oder so. Für eine Blume, ja, genau. 600 für eine. Das ist das Schmuckkörbchen, genau. Die geben halt echt viel Geld und ja, deswegen, also wenn man Geldprobleme hat, dann sollte man die schon sammeln auf den Festen. Beziehungsweise die Blumen gibt es im Frühling und im Sommer, glaube ich. Oder nur im Frühling, keine Ahnung. Wo ist jetzt eigentlich, mein Lieber? Was hast du denn? Achso, ich wollte gerade sagen. Oh, wollt ihr nicht mit dir Fußball spielen? Musst du es jetzt alleine machen? Ja, komm, dann hör auf. Dann... Nee, was für Bombenschlacht will auch keiner machen. Ja, dann fahr ein bisschen Rollschuh. Ah, Kendra hat Fähigkeit
3 erworben. Ist jetzt Fähigkeitslevel 3. Super. Das freut mich wirklich sehr. Ich merke aber gerade, ich kriege vom Sitzen extreme Rückenschmerzen. So, ich denke mal, das reicht aber dann auch an Blumenpflücken. Da fährt der Rollstuhl. Oh, Rollschuh, nicht Rollstuhl. Nicht hinfallen, Benjamin. So, Kendra hat ein neues Bild fertiggestellt. Super. Die anderen beiden können jetzt auch nach Hause kommen. Du kannst nach Hause kommen. Und du kannst auch nach Hause kommen. Ich glaube, ihr habt auch langsam Hunger. Mhm, ein bisschen. Was hast du gemacht? Geschirr spülen. Achso, ja, okay, dann räum halt auf. Dann kannst du das da verkaufen. Essen gibt es ja noch von gestern. Reste essen, Herbstsalat. Seid ihr auch mal zu Hause jetzt? Abkühlen. Reste essen, Herbstsalat. Und Reste essen, Herbstsalat. Super. Dann werde ich jetzt einfach so weit vorspulen noch, dass ich Kendra den Eignungstest ablegen lasse, damit sie das Teilstipendium bekommt. Und dann sehen wir uns wieder. So, wir haben jetzt gerade Dienstag, 13.38 Uhr und Kendra hat jetzt Fähigkeit Level 4 erreicht. Benjamin gehört jetzt zu den Nerds und hat Wissenschaft Level 2 erreicht. Ich hatte sie noch kochen lernen lassen, dass sie jetzt auf Level 3 kommt. Und ich werde jetzt nochmal einen Hochschuleignungstest ablegen. Und hoffentlich hat sie jetzt auch ihr Teilstipendium. Nö, ein Teilstipendium nicht. Aber sie hat einen Ehrenpreis für schöne Künste. Toll. Das kann doch nicht sein. Was braucht die denn noch? Ihr fehlen nicht mehr viele Punkte. Ich werde die einfach noch nebenbei Logik klären lassen und wir sehen uns dann wieder. Es ist soweit. Wir haben Mittwoch, 6.47 Uhr. Kendra ist gerade aufgewacht. Jetzt furchtbar. Ich habe sie wirklich getriezt. Sie hat jetzt Logik 3 Fähigkeiten Level. Sie ist ja Gott sei Dank ein Bücherwurm, deswegen kann sie sehr schnell lesen und auch sehr schnell lernen, was ein Vorteil ist, weil sie wohl sehr viele Fähigkeitspunkte braucht. Ja. Aber ist jetzt egal. Kendra wird bitte kochen. Ich traue Alicia nämlich nicht. Ja, ich kann es meinetwegen Schach spielen. Du kannst duschen gehen. Benjamin. Alicia, wenn du fertig bist. Nee, keine Reste von Waffeln essen. Du kannst Frühstück servieren. Pfannkuchen nehme ich. Und sobald sie dann fertig ist, damit, wenn alle gegessen haben, werden wir nochmal einen Test machen. Jetzt sollte es soweit sein, dass sie... Nein, hör auf damit. Ich muss auch pinkeln. Jetzt sollte sie definitiv soweit sein, dass sie ein Teilstipendium bekommt. Ich hoffe es. Wenn nicht, bin ich ein bisschen traurig. Ich habe keine Ahnung, wie lange diese erste Folge geht. Ich habe ungelogen über eine Stunde Aufnahmematerial, weil ich so viel vorspulen muss, beziehungsweise überspringen muss, weil... Es passiert halt nichts am Anfang, wenn man auf was hinarbeitet. Und da mein Ziel jetzt erstmal ist, denen nur die Sachen einzueignen, damit die ihre Teilstipendien bekommen, ist halt nichts. Also in den anderen Folgen werden wir definitiv mehr machen. Da werde ich nicht so viel spulen etc. Ey, willst du mich verarschen? Ihr fehlen keine 100 Punkte mehr. Was soll die denn noch machen? Oh. Ja, dann werde ich es jetzt noch schreiben lassen, bis ich genug Punkte habe. Wow.
Alicia, fehlen noch genau 3 Punkte, damit sie hier den besseren Preis bekommt. Nicht den Nachwuchspreis, sondern den Ehrenpreis. Fehlen ihr noch genau 3 Punkte. So, und die 3 Punkte gebe ich der Armen jetzt auch noch. Hier, Block-App, das kannst du alles machen. So, und du machst jetzt auch nochmal den Test. Du kannst aufhören zu lesen. Ich will gucken, ob bei dir irgendwie was ist. Vielleicht kriegst du ja auch einen Ehrenpreis. Okay, super. Ach. Ja, komm, fangen wir den Blog an. Blog zum Thema heiraten, nee. Das machen wir nicht. Aber wie nennen wir den Blog denn? Ganz unkreativ einfach wird. Schaffensstress. Und gut ist. Ja. Dann erzählt sie einfach was von ihrem Leben als Wirtschaftsstudentin. Yay! Woo, null Anhänger! Aber Benjamin ist weit weg von einem Ehrenpreis. Deswegen werde ich da jetzt nicht drauf hinarbeiten. Was? Noch ein neuer Beitrag? Toll. Kann ich ein Foto machen? Haben wir einfach mal ein Foto von Benjamin gemacht. Benny! Herz. Super. Ja, keine Ahnung. Den Blog können wir gerne bei Alicia weiterführen, weil ich glaube, das ist schon was Sinnvolles. Die Anhänger von Alicia Herdblut fanden ihren letzten Beitrag schlecht. Okay. Nur mal so kurz als Zwischeninfo, Alicia bekommt den Ehrenpreis für Wirtschaft. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ey, die wollen mich verarschen. Im Internet steht, dass ab 1200 Punkten ein Teilstipendium möglich ist. Kendra hat genau 1200 Punkte und hat kein Teilstipendium erhalten. Das gilt erst ab 1201. Da lasse ich sie noch etwas weitermachen. Oh Gott, Leute, ich habe so keine Lust mehr. Ey, ich nehme jetzt ungelogen fast 2 Stunden auf. Hä? Ja, mach. Egal. Kendra ging's richtig schlecht, ey. Und sie sollte jetzt eigentlich das Teilstipendium haben. Deswegen lassen wir das jetzt noch gerade überprüfen. Ja, sie hat es endlich. Gott sei es gedankt. Okay. Das heißt, die hier können sich jetzt alle an der Uni einschreiben. Wo ist das? An Universität einschreiben. Können sie jetzt alle machen. Dann ist die Sache gegessen. Nein, Kendra, du liest jetzt nichts. Du hast die letzten paar Tage definitiv genug gelernt. Ich mache das aber nacheinander, weil sonst komme ich durcheinander. Ja, du kannst ruhig nochmal. Oh, das kostet ja auch noch Geld. Ich möchte die gerne alle zur Universität schicken. Benjamin soll Wissenschaft und Medizin machen. Erfahre alles über die Baustellen des Lebens und tu der Welt nebenbei etwas Gutes. Ein Abschluss in Wissenschaft und Medizin gewährt Sims in Medizin und Wissenschaftskarrieren sofortigen Levelaufstieg und höhere Gehälter. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Die Punktzahl beeinflusst den Stundenplan deines Sims. Eine höhere Anzahl an Punkten erfordert einen volleren, anstrengenden Stundenplan. Ich würde sagen, wir machen einfach mal die Hälfte. Das wären dann 2. Genau, 2 Wochen. Dann wäre Benjamin bei knapp 3/4 von dem Abschluss. Ich denke mal, es sind dann nochmal so 1-2 Wochen oder so.
die er dann braucht. So. Kendra soll bitte das schöne Künste machen. Sie ist damit dann auch fast, sie ist fast fertig dann damit. Stimmt, sie bekommt ja 18 Punkte extra. Benjamin bekommt nur 6 Punkte extra. Und Alicia bekommt ebenfalls 18 Punkte extra. Sie ist dann auch schon fast fertig. Mit... dem Studium. Ich denke mal, das reicht dann auch. Also... ich könnte ihn natürlich jetzt auch alle 36 Punkte machen lassen. Aber es wird mir dann, glaube ich, zu viel mit 3 Sims. Und auch zu langweilig, weil die dann, glaube ich, nur am Pauken sind. Achso, vielleicht sollte ich das noch vorlesen. Achso, schöne Künste. Warum als armer Künstler hungern, wenn man bare Simoleons verdienen kann? Ein Abschluss in schöne Künste gewährt Sims, die Musik, Gastronomie oder Film tätig sind, sofortige Level auf die höhere Gehälter. Wirtschaft tritt in eine Welt der Geschäfte um Simoleons und Macht ein. Ein Abschluss in Wirtschaft gewährt Sims und bla 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 bla. Genau. Wirtschaft, Verbrechen und Bildungskarriere, sofortiger Levelaufstieg. Genau. Ja, dann einschreiben. Kostet uns 1000 Simoleons. Ja, wir haben ja genug. Bist du sicher, dass diese Sims an die Universität mit dem gewählten Programm besuchen sollen? Warnung, bestreitet eine dieser Sims jetzt eine Gelegenheit bezüglich der Veränderungen der Zukunft, wird diese abgebrochen werden, du fortfährst. Ja, okay. Super! Du hast dich an der Universität eingeschrieben. Ja, super. Die bekommen alle ein Stipendium. Machen die sich jetzt direkt auf zur Uni? Ja, machen sie. Okay. Das, meine Lieben, sehen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten zu diesem super tollen neuen Projekt. Ich freue mich richtig. Wie gesagt, ich habe Wildes Studentenleben noch nie gespielt. Es wird auch noch spannender, keine Sorge. Um genau zu sein, nehme ich das gerade um 12:30 auf, abends auf. Ist vielleicht nicht so die beste Aufnahmezeit, aber egal. Ich freue mich richtig auf das Spiel. Ich freue mich auf eure Ideen. Leute, wenn ihr Ideen zu der Story habt, die sich um die Sims drehen soll, dann haut sie in die Kommentare. Ich habe schon so ungefähr eine Vorstellung, was ich gerne mit welchem Sim machen würde. Das werde ich aber natürlich noch nicht verraten, das wäre sonst langweilig. Und in der nächsten Folge gehen wir dann mehr auf die Sims ein, weil dann startet das erst richtig. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!